Hallihallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Momas Wollwelt. Ja, willkommen im Garten, heute mal andersrum und das, was ihr hier seht, ist das Spiegelbild von dort. Ja, es kann auch sein, dass mir jetzt dann nachher gleich Sonne ins Gesicht scheint. Aber ich habe die letzten Tage wenig Sonne gesehen, von daher wäre ich froh drum. Ihr seid hier bei meinem Handarbeitspodcast. Stricke, näher, häkle und Else mal ein wenig etwas Schlaues daher schwätze. Was sich so die letzte Zeit für mich ganz gut ergeben hat, war chronologisch vorzugehen. Und so machen wir das dieses Mal auch. Und wenn ich chronologisch vorgehe, dann knüpfe ich ans letzte Video an. Ach so. Ja, heute ist Gründonnerstag, 9. April und irgendwie so nach 4 Uhr nachmittags. Genau, also letztes Video vor einer Woche, irgendwie hat sich das so eingebürgert. Ich wollte eigentlich gern mittwochs, aber so ist's. Und wenn ich jetzt nicht 2 Stunden schwätze und mein Internet vielleicht was hergibt, dann könnte es sein, heute Abend 20.15 Uhr zur besten Sendezeit habt ihr mich. Mal sehen. Also, die Chronologie und warum hole ich es aus der Projekttasche. Zur Chronologie. So sieht in voller Breite der Pullover vom Jürgen jetzt aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe letztes Mal keinen Maschenmarkierer oder so einen Progresskleber neu gemacht. Ist immer gar nicht so mein Ding, aber ich habe ihn jetzt bis unter der Achsel hochgestrickt. Ich habe noch mehr dazu gestrickt. Eigentlich dachte ich, dass das, also von der abzählte Punkte vom Foto her. Und jetzt blende ich euch das Foto mal da ein. Ich habe es vergessen letztes Mal, glaube ich. Aber von der abzählte Nupsis hätte es hier irgendwie gereicht, aber von der Höhe nicht. Sind, glaube ich, jetzt auch so 42 cm oder so. So weit ist er jetzt. Und dann habe ich den in die Tasche geschoben. Nicht, weil ich keine Lust mehr hatte, sondern weil mein Ansinnen ja war, dass ich meine Jacke, die das zweite Projekt von Strick 6 in 2020 ist, stricke und aber Jürgens Pulli parallel. Und irgendwie ist der jetzt weiter wie meine Jacke. Und damit ich das beides miteinander hinkriege und nicht eins vorausschieße, habe ich dann, und ich habe es auf 2 Nadeln gemacht, damit man es ihm auch hinhalten konnte und er ist auch reingeschlupft. Genau. Dann in die Projekttasche. Und dann war der Donnerstagabend für mich ein ganz schrecklicher. Zum einen musste ich 2-mal hochladen, bis das Video dann endlich mal ankommen ist bei YouTube. Und das andere war, dass ich dann die ganze Zeit am Handy saß und gewartet habe, ob das neue Muster von der Madness rauskommt. Und es kam raus. Und jetzt muss ich geschwind die Anleitung holen, weil ich nicht mal weiß, wie es heißt. Und das ist peinlich. Das geht ja schon gut los heute. Also, die Anleitung heißt Braid a Lot. Und es gab nur ein kleines Bild in der Anleitung, das dann so aussieht. Man kriegt ja so eine Materialliste am Anfang von der Madness. Und ich weiß gar nicht welche, ob das A, B oder ich glaube es war A jetzt, Socke A. Also sind bis H aufgelistet und immer mit dem Materialangabe. Und da war jetzt eine Main Color und 2 Kontrastfarben, die sowohl zueinander wie auch zur Hauptfarbe in starker Kontrast bildet. Jetzt sah dieses Bild ja so ein bisschen nach, ja, Tigermuster aus und dann viele Zöpfe. Zöpfe wusste ich, liegt mir. Und eigentlich habe ich gedacht, bei einer Hauptfarbe und 2 Kontrastfarben,
sage ich mal, den schöneren Knäuel. Also ich habe ja immer noch dieses Grün, das ich ja in dieser Qualifying-Runde angestrickt hatte und gescheitert bin. Und hatte eigentlich gedacht, dass ich das damit kombiniere. Also das sind Kontraste zueinander und beides auch dazu. Von daher war die Vorgabe eigentlich erfüllt. Aber ich habe ganz schön Morris gekriegt. Morris Schiss. Weil ich nicht wusste, ob die viele Zöpfe noch zu sehen sind. Es geht halt gut los, habe ich gerade gesagt. Himmelhilf. Das ist mein Himmelhilf-Kind. Komm her. Was ist denn jetzt los? Du, wir nehmen gerade ein Video auf. Weißt du? Kann man nicht so rumkuscheln. Nichts jetzt gut. Okay. Ich habe einfach Morris gekriegt, ob man die Zöpfe sieht. Das war so meine Befürchtung. Und dann geht ja die Sucherei wieder los. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man bereitet sich dann vor und will dann loslegen und dann geht die Sucherei los. Jetzt habe ich ein bisschen Sockenwolle. Ungefähr 3 Knäuel habe ich ja daheim. Und dann suchst du Kombinationen dazu. Und das ist jammern auf hohem Niveau, aber es ist echt anstrengend. Weil es ist ja dann ein Schnellstrickwettbewerb und weil man will ja dann nicht gleich auf die Schnauze fliegen damit. So. Also habe ich mich entschieden, dass ich dieses Grünmeliert nicht nehme. Und habe dann diesen einen Knäuel. Und das sieht jetzt wirklich nicht mehr schön aus, aber dass ihr einen Eindruck habt, also so helles Grau, dunkles Grau, bisschen Grün. Das war aus dem letzten Opal-Abhohn-Knäuel. Und dann dachte ich, okay, das dazu ein dunkles Grau. Wunderbar. Also, losgestrickt. Und dieses Ding heißt Braid a Lot, weil dieser lettische Zopf da drin ist. Oder lettisches Braid oder wie auch immer. Also, Muttern hat losgestrickt. Ich zeige es euch mal auf der schönen Seite hier. Los ging's. Und jetzt habe ich hier den lettischen Zopf. Und ihr seht, da kommt plötzlich dieses Grün. Also es ist dieser grüne Teil hier. Ja, super. Wenn ich das jetzt mit dem Neongrün stricke, dann ist mit Grün und Grün jetzt nicht viel Kontrast. Ja, okay, ihr könnt sagen, nimm doch dunkelgrau. Ja, aber mir war dann schon klar, dass das hier passiert. Also man sieht es auch hier nochmal ganz gut. Es ist im Grunde genau dieser Übergang hier. Ja, also hier das Grün und dann das Dunkelgrau. Super. Dann ging wieder die Sucherei los, weil ich dachte, jetzt muss ich schwarz her, aber ich habe kein schwarzes Sockenwoll. Mein Haus hat noch. Und ich weiß genau nur, was ich daraus gemacht habe. Ich habe der Schwester Anita Maria ein Wäschle gestrickt, aber das ist ja schon 100 Jahre her. Das ist locker 10 Jahre her. Und diesen Knäuel habe ich dann noch gefunden in meinem Gruft. Und deshalb gab dann die Farbkombination dieses. Und that's it. Also, der Anschlag war, ich könnte ja gucken, wie er heißt. Der heißt auch besonders, aber den hatten wir schon gehabt beim Gaudi. Das ist astrein der gleiche wie beim Gaudi und der ist auch nicht wirklich schwer. German Twisted Cast On. Das ist der normale Kreuzanschlag, aber man fährt einfach untermal nochmal durch und kreuzt es. Das ist einfach. Also der ist wirklich einfach. Kam dann der Tipp aus der Gruppe, dass es eng werden könnte. Dann habe ich es mit dickerer Nadel angeschlagen. Dann strickt man ein Bündle, auch kein Problem. Und dann kommt dieser lettische Zopf. Das ist ganz viel Gedrehe. Und man kann das in zwei verschiedene Richtungen drehen. Und jetzt haben wir nämlich die Schwierigkeit bei dieser Socke. Es gibt einen rechten und einen linken. Das heißt, hier läuft der Zopf in die Richtung
Und wenn ich euch den zweiten zeige, ja, ich habe den auch schon fertig, natürlich. Dann seht ihr jetzt, dass der Zopf da genau in die andere Richtung läuft. Ja? Also hier ist er so und hier so. Und ihr seht es hier oben aber im Colorwork. Auch das ist gegengleich. Und dann hat diese Socke Zöpfe. Und im Grunde, ich mache es euch jetzt mal runter, zeige es euch anders. Also, im Grunde ist es so, das ist so der Zopf in der Mitte, der vorne und hinten am Fuß läuft und das sind die zwei seitlichen und die verlaufen gegengleich. Ja, also so. Dass die zwei Zöpfe gegengleich laufen, habe ich dann am Samstagmorgen zufällig erfahren. Ja, jetzt werdet ihr sagen, das steht doch bestimmt in der Anleitung. Problem, also ich glaube, wenn ich diese Socken designt hätte, dann hätte ich dieses Stück Chart in 1 gemacht und genau dieses Stück für den rechten und den linken Socken gemacht. Das hat die Designerin aber nicht gemacht, sondern sie hat diesen Chart und diesen Chart. Sprich, sie sagt, auf der Seite fang bei Reihe 1 an und da fang bei Reihe 5 an. Das muss man aber dann abends auch noch lesen. Und das macht die Sache kompliziert. Ja. Und ich war dann so weit, also es waren 7 Verkreuzungen, nämlich genau an der Stelle, wo dann diese Spiegelzunahme für die Ferse anfängt, als ich gemerkt habe, was ich da gemacht habe. Und ich habe dieses Mal einen Rat einer schlauen Frau befolgt, nämlich den von der Annette. Ich habe beide sogar parallel gestrickt. Das heißt, es waren 4 Zöpfe falsch. Und ich ziehe das nicht mehr bis hier runter auf. Ich habe dann die Zöpfe fallen lassen und habe die dann über diese 6 Masche immer wieder hochgestrickt. Das geht, das ist auch kein Problem, aber es ist zeitintensiv. Man strickt dann ab einer bestimmten Höhe diesen Spiegel ein und da gilt es darauf zu achten, auf welcher Seite vom Spiegel man zunimmt. Also nicht der zur Ferse geht, der bleibt nämlich glatt, sondern das, was vorne zum Fuß geht, da wird zugenommen. Und gleichzeitig wird hinter an der Ferse dieser große Zopf, den strickt man dann immer. Ne? Also das wird glatt. Jetzt gibt praktisch die Ferse Rückwand. Weil, ich zeige es euch jetzt am anderen, man macht dann diese Spiegelzunahme und strickt bis hier. Man sieht es bei meinem Verlaufsgang ziemlich gut. Ne? Bis hier. Und damit hat man praktisch die Ferserwand gestrickt und die Spiegelzunahme. Und dann kommt hier im Grund eine Herzchenferse, die aber, jetzt muss ich überlegen, der werdet links, 2 Maschen links verschränkt zusammengestrickt. War mir auch neu, aber funktioniert gut. Und das ist halt auch bei dieser Anleitung, aber das ist, glaube ich, auch die Herausforderung von der Madness. Da steht dann SSP. Also nicht Slip, Slip, Knit, sondern Slip, Slip, Purl. Dann sitzt du da und denkst, hä, Slip, Slip, Purl, wie soll das gehen? Gott sei Dank gibt es YouTube-Videos, habe eins angeguckt und wunderbar. Genau, und so entstehen dann diese Kante hier und hier. Und dann ist man im Grund auf dieser Höhe und hat wieder die Masche, die man hier oben gehabt hat. Und dann geht es einfach vorwärts und es ist dann eine Bändchenspitze mit einem Kitchener Stitch. Wenn ich die jetzt nochmal schön drauf ziehe. So, dann sieht man nämlich vorne die Spitze. Ja, die ist
bisschen weniger grün wie die, aber ansonsten sind die Socken, wenn ich das jetzt richtig parallel nebeneinander halte, seht ihr, die sind identisch. Ich habe da dazu, darum sieht es auch hier so verkuddelt aus, und zwar habe ich diesen Bobbel einfach zur Hälfte abgewickelt, also so 50 Gramm ungefähr, und habe dann geguckt, wo ich einen gleichen Rapport finde, und dann miteinander aufgewickelt, sodass immer zwei Fäden rauskommen aus dem Bobbel und ich die dann wirklich parallel stricken muss. Ja, es funktioniert bei mir ganz gut. Ich war dann am Montag damit fertig. Ich habe dann schon den Satz gehört am Sonntag, kann man eigentlich am Sonntag noch was anderes machen außer stricken? Nee, mehr in der Madness kann man das nicht. Also ich habe wirklich den ganzen Sonntag im Grund gestrickt. Ja, ich bin dann schon mal spazieren gelaufen, aber wo ich zurückgekommen bin, gleich wieder gestrickt. Also wirklich, ja. Ich war dann die fünfte, die fertig war, bei mir in der Gruppe. Und habe mich darüber wie Schnitzel gefreut. Habe mir auch nochmal wirklich Zeit genommen. Es gibt ja so Vorgabe in der E-Mail, was genau für Fotos und wie die E-Mail dann aussehen muss. Und habe wirklich mir Zeit genommen und das genauso gemacht, die Fotos auch mit viel Bedacht nochmal genauso gemacht wie gefordert. Und dieses Mal bin ich aufs erste Mal durchgekommen und habe mich riesig drüber gefreut. Und fünfte in der Gruppe heißt, dass ich es vielleicht noch 3 Runden schaffen könnte. Jetzt kommen 30 weiter, dann 20, dann 10 und dann 5 in Runde 5. Das wäre ein Traum. Wenn jetzt aber was mit Perle kommt, dann bin ich, glaube ich, verloren. Aber ja. Also, diese Socken Braid a Lot von der Sock Madness sind fertig und sie sind bei mir Worte XXL, also Größe 45, 46. Das heißt, das könnte theoretisch die Geburtstagssocke im Juni für der German sein. Oder er kriegt sie zu Weihnachten, weil ich möchte irgendwann ein Bild machen mit alle Madness-Socke drauf. Mal sehen. Und dann geht es mir ja oft so, wenn ich ein Projekt fertig habe oder so, dass ich in so ein Loch falle. Und bei der Madness ist es jetzt eher anders. Also da habe ich ja wirklich jetzt durchgezogen und habe geguckt. Ich wollte jetzt einfach mal wirklich gucken, wie schnell ich wirklich sein kann. Und ja, jetzt habe ich schon Gummigelbe, muss man so sagen. Aber das ist wirklich vom Kopf her schon auch. Ja, es ist auch Konzentrationsgeschäft. Es ist einfach auch anstrengend. Und nachdem ich da fertig war, habe ich gemerkt, ich brauche jetzt echt Dummzeug zum Stricken. Also Dummzeug im Sinne von was stricke, wo ich nichts denken muss. Gott sei Dank habe ich ja noch diese Socke da auf den Nadel gehabt. Ja, sie ist gar nicht so schlimm, aber das Unregelmäßige, mir gefällt es halt nicht. Dann habe ich diese Socke fertig gestrickt und es ist wieder eine Skibi. Auch eine große, wieder eine 45er. Aber die zweite Skibi habe ich noch gar nicht angeschlagen. Also die ist dann fertig worden. Und lustigerweise war die, ich war glaube, wo war ich denn irgendwie hier? Achso, so muss ich es zeigen, hier ungefähr. Und das ist ganz, ganz schnell gegangen, weil es war ja dann plötzlich bloß noch rechts im Ring rum. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe jetzt auch relativ wenig Wolle übrig bei der Madness-Socke, weil Zöpfe einfach auffresset. Aber ich habe auch gemerkt, wie die Zöpfe auch aufhaltet. Also wie wenig schnell es geht, mit Zöpfe zu stricken. Und wie schnell es dann auf der anderen Seite wieder geht. Ja, und dann, nachdem die Socke fertig war, habe ich immer nur irgendwie, war immer nur in dem Dummstrick-Modus. Also Dummstrick im Sinne von, ich will nichts denken, ich will bloß vorwärts stricken. Also ich will eigentlich meine Hände bewegen, aber nicht meinen Kopf. Und habe dann an meiner Jagdstickle weiter gestrickt. Jetzt muss ich gerade gucken, ich habe vorhin einen Meterstab gelegt. Nee, den habe ich wieder neu.
Aber ich kann das hier anhand von so einem DIN A4 messen. Also das sind jetzt auch 30 cm. Das ist die, das Snow Tree Cardigan. Und eigentlich hätte ich den am, würde ich den gerne am 19. Mai fertig haben. Weil ich immer noch gute Hoffnung bin, dass ich am 19. Mai in Urlaub fahre. Ich weiß, ihr könnt mich für verrückt halten und ihr könnt auch sagen, die hat wohl keine andere Sorge. Doch, rein theoretisch habe ich die. Aber ich finde, man muss auch nicht immer in die Sorge vergehen und man muss aufs Positive gucken. Also, wir fahren ja nach Borkum in Urlaub und da kann man so eine Wäsche immer brauchen, weil ein Wind geht halt doch und abends kann es auch noch kühl werden. Und mir wäre es dann per se mal wurscht, ob da jetzt Schneeflocken drauf sind und Bäume, das ist mir völlig egal, aber ich glaube, dass das eine sehr angenehm zu tragende Jacke wird. Ja. Ich warte eigentlich täglich drauf, dass jetzt mal erklärt wird, dass man jetzt dann im Land wieder fahren darf, aber gut, über Ostern darf man es jetzt nicht und das ist auch zu verstehen. Wenngleich, es ist einfach spannend. Ich habe gerade vorher die Pressekonferenz ist noch von der Frau Merkel gehört und die sagt ganz klar, dass wir, bis es einen Impfstoff gibt, lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und das, glaube ich, halt ist schon das Thema auch. Das heißt, sie sagt, Hände geben wird erstmal nicht mehr sein, Abstand halten wird sein und Händehygiene wird sein. Und wahrscheinlich brauchen wir noch Maske, was jetzt für mich auch nicht das Problem ist, wenn ich in der Öffentlichkeit Maske auf habe. Und ich denke, dass Flugreise und sowas sei mal dahingestellt. Das ist keine Frage, dass das so erstmal nicht sein wird. Aber Reise innerhalb Deutschlands und auch auf die Inseln zum Beispiel, wenn man genau diese Vorgänge und einhält, ist auch nichts anderes, wie wenn ich die daheim einhalte. Wenn ich am Strand spazieren gehe und der ist wirklich lang, also an der Wasserkante draußen, dann begegnet mir da niemand außer meinem Mann. Und der ist ja eh familienangehörig. Und ich glaube, ich bin ein Typ, ich muss auch nicht in der Bar gesessen sein abends. Mache ich eh nicht, also das bin ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel zum Sonnenuntergang am Bänkle sitze und man kann sich dann dort irgendwie an den Bars irgendeinen Trink hole und wo trinke. Glaube ich, muss das möglich sein, weil die Menschen dort müssen auch von irgendwas leben. Also das muss auch möglich sein, das Überleben dort. Man kann nicht über Monate in Kurzarbeit sein, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube halt, gerade auf der Insel ist mit Kurzarbeitergeld kein Überleben gesichert. Letztendlich, dadurch, dass wir eine Ferienwohnung haben, leben wir im Urlaub nicht anders wie jetzt hier. Wir sind halt in einer anderen Umgebung und gehen jetzt halt nicht über die Felder spazieren, sondern am Strand entlang. Oder ich lasse Drache steigen den ganzen Tag. Also das ist ja eh sowas. 2 Stunden Drache steigen lassen mit dem Lenkdrache am Strand. Nichts Geniales gibt es doch gar nicht. Ich glaube immer noch, dass es möglich sein wird, aber wir werden sehen. Ja, und dann habe ich irgendwie, dann habe ich was rausgekramt, was eigentlich schon ewig liegt, was schon gar nicht mehr wahr ist, aber ich habe nochmal was zum Stricken gebraucht, was wirklich relativ einfach ist und da kam neulich mal die Frage unter dem Video, wo ich erzählt habe, dass ich im Kino stricke, kam die Frage, ob ich eigentlich blind stricke. Also im Kino habe ich ja diesen glatt rechts, da ging es ja nur rechts im Ring rum, das stricke ich natürlich blind und das fühlt mir auch, das ist ja Finkhof dick, also wenn da eine Masche kommt, das macht man schon. Und ja, da stricke ich blind. Ich habe was rausgekramt,
Als man schon gar nicht mehr glaubt, dass es es noch gibt. Dieses hier. What's this? Das ist das erste Teil von meiner Dolce Vita. Und da war ich. Vor 2 Tagen habe ich es raus. Hatte ich Donnerstag, am Dienstag habe ich es rausgezogen. Da war ich hier. Und habe dieses Stück noch dazu gestrickt. Man denkt, naja, ist nicht so viel. Ja, doch, weil man praktisch in jeder Reihe 2 Maschen zunimmt, eine links, eine rechts, ist das relativ viel. Verbreitert sich ja. Ich habe jetzt gerade eben nämlich nochmal gemessen. Also ich stricke die ja immer andere Muster wie im Original. Das Original hat auch irgend so ein falsches Patent, das aber aus 2 Rechte, 2 Linke besteht. Und ich kenne falsches Patent, 3 Rechts, 1 Links und in der Rückreihe um 2 Maschen versetzt. Und dann sieht es nämlich so aus. Und wenn man es zusammenschobert so, ja, so, und das ist aber unglaublich dehnbar. Und ich habe jetzt vorher nochmal nachgemessen. Also das sind jetzt von der Mitte aus, das sind jetzt 60 cm, ein Flügel. Ja. Das ist schon 100er Nadel, also man sieht schon, die ist zu kurz. Ich habe jetzt mal aufgehört, weil ich habe hier hoch noch nicht die 43 cm. Ich habe erst 41. Letztendlich gibt es eine Kurzarmjacke. So, wo man dann den Ärmel auch nochmal umschlagen könnte. Und per se wäre das jetzt eigentlich auch ein cooles Wäschle für den Urlaub. Weil ich ja gern so ärmellose Wäschle noch anhabe. Und ich glaube, wenn ich mit dem Wäschle rumrenne, findet mich der Jürgen auch wieder. Also bin ich ja nicht zu übersehen. Was ich jetzt im Endeffekt auch toll finde, ist Lex gestreift. Man sagt, es macht schlank. Weiß nicht, ob es hilft, aber. Und dann habe ich, bin ja erstklassigerweise wieder Mitte in der Reihe. Aber ich sage euch auch gleich warum. Ich habe dann gestern Abend geschwind das zweite angefangen. Und warum brauche ich gerade so viel Dummzeug, Strickzeug? Ganz einfach, weil ich am Wickler sitze. Wenn ich da bin, sitze ich am Wickler und wickel diese Sets von Stefan seinem Dirchle, die ihr alle so fleißig bestellt habt. Und da sitze ich und wickel und wickel. Und wenn ich halt die Grundfarbe wickel, dann sind es 750 Meter geradeaus und da kann man nebenher stricken. Wenn man 150 Meter wickelt, dann stricke ich da auch noch nebenher, weil mir das sonst, also hört sich blöd an, aber es langweilt mich sonst. Jetzt ist der Punkt der, dass ich mit den Sets fertig bin. Heute ist Gründonnerstag. Das, was ihr alles zusätzlich bestellt habt, habe ich noch nicht gewickelt, das könnte ich jetzt morgen tun. Und dann könnt ihr mir morgen Schachtel packen, wie verrückt, und könnt ihr das am Samstag auf die Reise schicken. Das bringt uns aber nichts. DHL kommt gerade nicht mehr hinterher. Jetzt wird mehr bestellt wie an Weihnachten. Klar, man kann jetzt auf Ostern nirgendwo was einkaufen, groß. Und die kommen nicht mehr hinterher. Ich habe hier Päckle verschickt mit den Wollabroller bei Menschen, die nur Wollabroller bestellt haben. Die sind am 7. hier raus. Und die kommen am 14. zum Teil an. Das ist irgendwann nächste Woche. Also am Dienstag nächste Woche. Und das finde ich schon krass. Kann ja jeder dann in der Sendungsverfolgung auch nochmal gucken, wenn er sein Päckle hat, wie lange es unterwegs war. Ich bin jetzt noch am Bibbern, weil ich gestern nochmal 2 losgeschickt habe, die eigentlich noch vor Ostern ankommen sollten. Beim einen weiß ich, das kommt an. Da habe ich aber vergessen, 2 Sachen reinzupacken. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Weil ich diejenige nach Ostern sehe, das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Von daher hoffe ich, dass es vorher ankommt. Und das andere, das geht einmal quer durch Deutschland, fände ich jetzt auch schön, wenn es ankommen wird. Aber
Wir können es im Moment gerade nicht verändern. Wir müssen nehmen, wie es ist. Früher hat man aber eine Woche für Päckle gewartet und wir sind natürlich ein größerer Luxus gewöhnt, weil alles immer schneller wurde in dieser Zeit. Ja, Amazon Prime, sage ich da nur. Man muss wirklich der Popo nehme ich aus der Pupsmulde lupfen. Man drückt plötzlich nur am Handy auf ein Knöpfle und wartet, bis an der Haustür schellt. Gibt ja so verrückte Sache da, dass es wirklich im Laufe des Tages noch zugestellt wird. Und wir müssen, glaube ich, gerade alle lernen, dass dieses Tempo, das wir uns da selber angeschlagen haben, dass wir den selber auch nicht mehr hinterherkommen. Und es tut uns gut, wieder mehr Zeit und Geduld zu haben. Sage ich jetzt. Also ich sage ja immer ganz nett. Früher kam um 13.15 Uhr am Sonntag im zweiten Programm Heidi. Und dann haben wir wieder 7 Tage gewartet, bis die nächste Heidi-Folge kommt. Heute kommt bei Kika abends Heidi und am nächsten Tag die nächste. Und dann wundert man sich, warum die Leute nicht mehr warten können, wenn sie irgendwo an der Kasse stehen und warten müssen. So. Also ich zeige es euch jetzt mal so. Es ist mir mal wieder gelungen, auch das gleich zu machen. Also fast. Mal halbe Reihe oder so, aber das sieht nachher kein Mensch. Und zwar stricke ich das aus. Flormania Color. Aus der habe ich ja der Lilly ihr Mendele gestrickt. Und aus der habe ich mir auch schon ein paar Socken gestrickt. Die liegen vorne auf dem Tisch, weil die sind trocknet. Und da habe ich noch den einen Knäuel gehabt. Und habe von der Nadine von Wasserträume, die hat ja den zweiten noch im Stash gehabt, weil es den nicht mehr gibt. Ich hatte das ja das zweite Teil mit anderen Farben angefangen und das war nicht so prickelnd. Und die zweite Farbe ist die hier, die kommt aus dem Opal-Abo. Und wo ich gemerkt habe, dass ich das beides doppelt brauche, habe ich die Beate gefragt, weil die Beate hat aus Opal-Abo und von der habe ich den zweiten Knäuel gekriegt. Und jetzt bestand meine Schwierigkeit gestern darin, sowohl bei der wie bei der den richtigen Anfang zu finden. Und komischerweise haben die beide Bobbel von außen gleich ausgesehen und als ich bei dem reingelangt habe in der Mitte, hat da irgendwie, hätte da 3 Streifen gefehlt. Dann habe ich gedacht, so ein Scheiß, was mache ich denn jetzt? Habe aber dann sehr schnell Kraft, dass dieses Ding läuft praktisch spiegelverkehrt. Also das spiegelt sich immer hier in der Mitte. Das heißt, nach links und nach rechts ist der Verlauf gleich, also von außen und von innen, wenn ich an der gleichen Stelle anfange. Das habe ich mir zunutze gemacht und habe das umgewickelt. Sieht ja auch ganz witzig aus, wenn das so gewickelt ist. Und habe das umgewickelt und praktisch von außen angefangen. Und bei dem hier musste ich wirklich nur so irgendwie 10 Meter abwickeln. Und dann hat es passt. Da habe ich dann zwar 3-mal angeschlagen, bis ich dann so ungefähr das gehabt habe. Ich habe auch hier den italienischen Anschlag gemacht. Ja, und dann hat es jetzt aber geklappt. Und habe gestern Abend noch rausgetüftelt, wo ich angefangen habe mit Zunehmen. Während ich, wie heißt es? Promis im Paradies, für Geld mache ich alles. Ich gucke so Sachen, weil das für mich so ein, also ich gucke das einfach mit meinem psychologischen Auge. Und manchmal frage ich mich, wie kann ich mich denn so benehmen? Also wie kann ich mich denn so zur Schau stellen? Weil da gibt es ja dann manche, so diese, wie heißt es immer, diese junge Mädels, also die, das ist ja, heute geht man zum Bachelor, weil man eigentlich in den Dschungel will. Weil beim Bachelor verdient man wohl nicht so große Geld, aber im Dschungel dann oder so. Also so läuft es ja heutzutage. Das sind ja diese Mädchen, die es dann auch nicht so ganz blicket, wie das alles abläuft. Jetzt ist aber bei dieser Sendung noch der Roland Schill. Roland Barnabas Schill. Und der ist einfach genial. Weil der blickt. Oh. Mir wird hier gerade
Ist das nicht cool, oder? Mir wird hier gerade ein Kaffee gereicht. Danke. Roland Barnabas Schill, der war ja mal Richter. Und dann Senator, Innensenator, glaube ich, von Hamburg. Der hat auch einen an der Waffel, aber der Typ ist irgendwie cool, weil der einfach durchblickt, was da läuft. Und wenn sich dann zwei Frauen an die 60 hier eine Show liefern und sich fast klopfen, also das fand ich dann auch echt schräg, dass die eine der anderen da wirklich an die Wäsche geht. Oder dass eine Desiree Nick dann einen Koffer packt und den die Treppe runterschmeißt, offen. Und also, wo ich mir denke, was muss in meinem Leben passieren, dass ich mich auf dieses Niveau runterlasse? Das sind so Fragen, die mich dann bewegen, und ich denke, was muss passieren? Also für mich ist das so Milieustudie. Man muss da auch nicht alles sehen, es reicht ja oft, wenn man zuhört, wenn die sich da angreifen, und da lässt sich es wunderbar stricken. Auf jeden Fall habe ich da nochmal rausgetüftelt und war hier heute Morgen und habe jetzt dieses Strick heute neben dem Wickler her hochgestrickt. Ja, also wenn man jetzt guckt, wo bin ich? Bin ich ungefähr hier. Also da ist schon noch ein großes Stück, das ich so vor mir habe, bis ich den zweiten Teil habe. Und dann gibt es wieder eine Basteljacke, weil wir nehmen dann Masche von dieser Seite und gehen gleich und strickt dann so ein Spiegel. Geh du mal weg. So ein Spiegel hinter ein. Und das gibt dann praktisch den Rückenteil. Und vorne strickt man mit verkürzter Reihe. Also es ist dann hinter den Kragen und dann wird es hier praktisch so nur ein Stück, sodass es vorne zusammengeht. Und jetzt ist halt die Frage aller Fragen. Normalerweise strickt man erst den Rücken. Ich werde aber wahrscheinlich erst, was heißt wahrscheinlich, ich werde erst die Vorderteile stricken, weil es, glaube ich, ganz schnuggelig wäre, wenn die Vorderteile diesen Verlauf weiter hättet. Und dabei, jetzt muss ich gleich niesen. Sonne, nicht Corona. Und dabei wäre es für mich jetzt nicht schlimm, wenn der Verlauf wieder in breitere Streife dann ginge, weil hier ist es ja auch ein ganz breiter Streife. Ja, also das wäre für mich jetzt ein Netzproblem. Aber es wäre für mich ein Problem, wenn die Wolle nicht reicher wird. Also ich glaube, wenn das hier nicht reicht, ich habe nochmal ein anderes von Opal, das auch Blautöne hat. Ich glaube, das wird man nicht groß sehen, aber die ist halt doch schon sehr dominant und das würde man sehen, wenn ich da was rumfuscheln müsste. Ja, man sieht es auch. Also das ist schon. Also das geht mir schon bis unter der Gürtel. Aber vielleicht mache ich es auch mal ein paar Reihen mehr, ich weiß es nicht. Ich habe halt pro Hin- und Rückreihe zwei Masche mehr, von daher sieht man mit 5, 6 Mal hin und her sieht man da schon nochmal was. Ja. Es wird dann wieder so ein kleines Gebastel. Als ich meinen Wollschrank neulich aufgemacht habe, die Woche, habe ich gesehen, ich habe da noch so ein Päckchen mit 5 Zauberbälle liegen. Und es gibt, wenn man da auf Projekte geht, bei der Dolce Vita, gibt es eine Jacke, die ich aus dem Zauberball gemacht und die sieht einfach wunderschön aus. Wunderschön. Und diese Zauberbälle liegen bei mir, weil die Annette Sternenelfin beim Kunkelwochenende 2018 eine Wasserwirbeljacke anhatte aus diesen Zauberbällen und die fand ich so schön, dass ich gedacht habe, die möchte ich auch. Das sind aber viele. Ja, aber wir haben keine kleinere. Gib's mal geschwind her. Was fragt mich mein Mann? Gründonnerstag, morgen ist Karfreitag. Das sind Maultaschen, die ihr gerade aus der Früh geholt habt. Selber gemacht, natürlich.
Du kannst doch die Hälfte rausnehmen. Ja, sowas mache ich manchmal auch. Moldasche. Jetzt, was ist da los? Ulla. Genau, und die Wasserwirbeljacke. Könnt ihr mal gucken. Die ist total schön, aber ich finde, für Menschen wie mich ist die nichts. Weil das ist im Grunde eine Kreisjacke. Und dann ist die vorne halt auch nur so. Und dann habe ich wieder den Bauch als Mittelpunkt des Geschehens. Und das will ja kein Mensch. Und von daher muss ich jetzt mal gucken, wenn diese Dolce Vita, wenn mir die nachher gefällt, so vom Trage her, dann werde ich wahrscheinlich aus den 5 Zauberbälle auch nochmal eine Dolce Vita machen. Ja. Und damit bin ich mit dem Projekt durch. Relativ schnell. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wenn man nur monogam strickt, dann hat man halt jetzt auch nicht so viel zum Zeigen. Und ich meine, die Sache, die ich euch jetzt gezeigt habe, die zwei Jacke, beziehungsweise den Pulli von Jürgen und die Jacke, das sind halt Sachen, die hebe ich jetzt gerade jede Woche in Kamera. Da kann ich halt auch nicht immer von A bis Z wieder anfangen zu erzählen. So. Morgen, habe ich euch schon erzählt, Karfreitag. Also wir gehen es dann nachher, wenn das Video fertig ist und lädt, unter das Dach und gucken uns mal da oben an, wie wir oben vorbereitet, dass wir morgen anfangen können, hier umzuräumen. Der Bau von der Eckbank, das wird für meinen Schreiner noch ein bisschen Herausforderung. Wobei er hat eigentlich schon die Lösung, aber wir haben für unsere Bänke so Sitzkissen, die man so draufklemmt. Also die waren da dabei. Die haben praktisch vorne und hinten eine Leiste, sodass die drauf sind und man sitzt dann da drauf und die rutscht auch nicht hin und her. Und theoretisch müsste man aus den Sitzkissen noch ein Stück rausschneiden, damit der Bogen nachher hinten hinkommt. Also ich, wenn wir das nachher umräumen und umbauen, mache ich euch Fotos, dass ihr eine Vorstellung habt, was wir da so treiben. Und da sind wir uns nicht ganz einig, ob wir diese Sitzkissen jetzt zersägen oder ob nachher einzelne Sitzkissen oben drauf kommen. Das müssen wir mal noch diskutieren. Genau. Strickig wird Ostern. Nichts Neues gäbe. Also Sock Madness läuft jetzt noch bis Freitag nach Ostern. Das heißt, da bin ich jetzt wieder ganz entspannt. Ich werde jetzt die Snowtree-Jacke bis zum Armloch machen. Das wäre so ein Ziel bis nächste Woche. Und dann an der Dolce Vita einfach weiter. Ob ich die zweite Socke noch stricke da dazu, weiß ich jetzt gar nicht, weil irgendwie habe ich gerade so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Muss ich mich vom Sockenstricken ein bisschen erholen. Was mir gerade so ein bisschen in der Not ist, ist, dass mir immer der kleine Finger einschläft. Und ich habe da die Iris Julimond so ein bisschen im Ohr. Ich befürchte fast, dass das Karpaltunnel sein könnte. Ja. Dann nähe ich immer noch einzelne Maske für Menschen, die das brauchen. Da weiß ich jetzt halt auch nicht. Ich verschicke das immer in einem großen, wattierten Brief, wie lange diese Briefe brauchen. Also ich weiß einer Kirchheim Tech, das ist nicht weit von hier. Ich dachte, nächstes Mal fahre ich noch. Der hat jetzt 4 Tage schon noch nicht da. Also weiß ich auch nicht. Mir kriege ich gerade nur jeden Tag Post, aber ich weiß auch von anderen Landkreisen oder auch hier in Stuttgart von Bezirke, die kriege ich gerade nicht mehr jeden Tag Post. Ja, ansonsten ist es total ruhig bei uns hier. Gestern habe ich Lilly mal eine Zeit lang auf der Straße draußen sausen lassen. Überhaupt kein Problem, da ist am Vormittag kommen dann auch bei uns nicht viele Autos. Von daher verspricht es ein ruhiges Ostern zu werden. Wir gehen jetzt morgen auch gar nicht einkaufen. Der Jürgen hat heute vom Geschäft einen Salat mitgebracht. Nee, in der Schreinerei wächst kein Salat. Aber es gibt noch eine Gärtnerei nebst der Schreinerei.
Und diese Gärtnerei baut Salat an, im Grund fürs Mittagessen, weil an 2 Tagen in der Woche gibt es einen Salat mit ein bisschen was dazu und das ist praktisch eigenangebauter Salat. Dadurch, dass die Küche aber zu hat und die Menschen mit Handicap auch nicht in der Werkstatt sind, wird der Salat nicht gebraucht. Blöd für den Salat, gut für uns. Also gibt es jetzt Salat am Wochenende und dann, wie ihr gesehen habt, eine Maultasche aus der Gefriere. Das tut der Gefriere auch mal ganz gut, wenn man sie leert. Also wir leben von dem, was wir noch haben. Weil einem dann ja einfällt, dass man eigentlich alles hat. Vielleicht backe ich nur einen Hefezopf. Ein Mehl habe ich nämlich und eine Hefe auch. Und dafür wäre es auch kein Problem, weil man kann wunderbar aus 100 Milliliter Weißbier, Esslöffel Zucker und Esslöffel Mehl, das miteinander verquirlen, über Nacht stehen lassen und das entspricht 50 Gramm Hefe. Plötzlich lernt man wieder solche Sachen. Und mein Nachbar, der ja Konditor ist, hat gesagt, du, das gibt zwei wunderbare Bredler, wenn du das machst. So. Also von daher, uns mangelt es an nichts. Und was kann es Schöneres geben, wie das Sonne scheint? Also das genießen wir auch. Von daher wird es ein ruhiges Osterfest. Ach so, ja, der Jürgen und ich werden nach Rom fahren über Ostern. Nein, jetzt regt euch nicht auf. Macht halt den Fernseher an und verfolgt Rom im Fernseher. Also, die Osterfeierlichkeit in Rom im via Fernseher und dann sind wir auch up to date. Ich überlege gerade, ob es sonst noch was Neues gibt. Aber ich weiß nichts. Ich wünsche euch einfach, genießt die ruhigen Tage. Haltet Abstand. Wascht euch die Hände. Ich glaube, man kann nur sagen, haltet euch an die Vorgabe und verzichtet auf Besuche. Und jeder muss das, was er kann, dazu tun, dass die Zahlen nicht wieder hochschnellen, weil nur wenn die Zahlen nicht hochschnellen, gibt es Lockerungen. Und auf die hoffen wir. Ich hoffe sehr, dass viele kleine Lädle wieder aufmachen dürfen. Also so dieses österreichische Modell. Ja, das also so Einzelhandel bis 400 Quadratmeter. Das heißt nämlich, dass auch unsere Wollgeschäftler wieder aufmachen dürfen. Für Restaurants wird es wahrscheinlich schwierig aussehen. Ja, aber so dass die kleinere Einheiten, die so auf dem Dorf sind, bei denen wir seither nie mehr einkauft haben, wenn man immer zum All-In geht, dass die aufmachen dürfen, dass man die wieder mehr schätzt, dass sie vor Ort sind. Und ansonsten warten wir geduldig, was kommt. Ich hab wirklich das Gefühl, dass unsere Regierung das im Blick hat und auch im Griff hat und nicht nur einseitig auf die Gesundheit guckt, nicht nur einseitig auf die Wirtschaft guckt, nicht nur einseitig auf die psychische oder psychologische Effekte guckt, sondern dass die einen Gesamtblick haben. Den Eindruck habe ich schon. Ich glaube, da dürfen wir sehr hoffnungsvoll sein und auch sehr froh. Und ja, wie Karin gesagt hat, es hat mich sehr nachdenklich gemacht, aber es war auf den Punkt gebracht. Wenn man in andere Länder guckt, wie es den Leuten da geht, geht es auch denen bei uns, denen es jetzt scheinbar schlecht geht, nur gut. Also sind wir uns ehrlich, es ist kein Spaß für keinen, die Selbstständigste zweimal nicht. Aber auch jeder, der jetzt irgendwie in Kurzarbeit ist, der hat Gott sei Dank Kurzarbeit und steht nicht ohne alles da. Und viele Betriebe schießen jetzt zur Kurzarbeit noch dazu. Wir müssen uns einschränken, aber letztendlich sind wir uns doch mal ehrlich, wir geben ja auch weniger Geld aus, weil wir schauen ja nichts offen gerade. Also so geht es uns. Wir sparen in dieser Krise wirklich Geld, weil es hat ja nichts offen, du kannst ja nichts ausgeben. Und ja, Kelly Family hat eine Live-CD 25 Jahre rausgebracht. Der Angelo hat eine CD rausgebracht. Wer hat noch was? Die hätte ich auch alle gern. Aber
ich kaufe halt gerade nicht beim großen A ein und auch sonst nicht wo, sondern mal der Radio an. Okay. Man muss, wie hat mein Vater früher gesagt, man muss nicht alles haben, was der Krake in Tee strickt. Und da müssen wir uns einfach mal wieder bewusster werden. Und im Zuge dessen kann man jetzt auch mal Ostern feiern mit 5 bunte Eier und einem Häsle und sonst nichts, weil Ostern ist eigentlich das Fest der Auferstehung und nicht das Fest von den Ostereier. So, wer von euch jetzt noch dringend eine Maske braucht und sonst nicht rankommt, gegen Spende dürft ihr euch gern an mich wenden. Und ansonsten wünsche ich mir euch besinnliche, frohe Ostern in der Sonne. Passet auf, dass ihr keinen Sonnenbrand kriegt. Ganget spazieren, wenn ihr könnt, ganget raus. Genieße die frische Luft und die Sonne und seid nicht traurig. Freut euch an dem, was wir noch haben. Es kommt wieder bessere Zeiten. Und alle, die in irgendeiner Weise krank sind, wünsche ich gute Besserung. Bis bald. Tschüss.